Was machst du, wenn du als Videospielhersteller deine Software vertreiben willst, aber deine Standards dabei gesenkt werden müssen? Die Alternative wäre, pleite zu gehen. Nintendo Selects war Nintendos Versuch, Interesse an älteren Software-Titeln für Wii, 3DS und Wii U aufrechtzuerhalten. Die meisten großen Publisher hatten in der Vergangenheit ihre eigenen Versuche, sowas auf die Beine zu stellen, darunter beispielsweise Nintendo. Aber deren Player's Choice Branding, was sie bis zum GameCube hin benutzt haben, wurde irgendwann so inflationär benutzt. Wir leben in einer Welt, wo sich Luigi's Mansion und das hier unter dem gleichen Branding verkauft haben. Das Player's Choice Branding gibt es seit den Gameboy-Zeiten, aber ich denke, heute schauen wir uns nur die Nintendo Selects ab der Wii an. Glaubt mir, das ist schon genug Stoff. Ich meine, vielleicht mache ich irgendwann ein Video über Rayman 3 Player's Choice, sag niemals nie, aber für heute bleiben wir in der näheren Vergangenheit und wir bleiben zunächst hauptsächlich bei europäischen Releases. Ich werde hier und da die Releases, die im Rest der Welt rausgekommen sind, erwähnen, aber um alles simpel zu halten, legen wir den Fokus auf die Region, wo ich lebe, ich egozentrisches Loch. Außerdem sei gesagt, dass ich vor ein paar Monaten schon mal ein Video über dieses Thema gemacht habe und da sind frevelhafte Fehler drin, also vielleicht finde ich ja heute die Gelegenheit, andere Fehler einzubauen. Das wäre eine coole Entschuldigung, um das gleiche Video ein drittes Mal machen zu können. Aber kommen wir jetzt endlich zu den Re-Releases. Erstmal vorab, ich bin ein unironischer Fan von den Covers. Ich gehöre zu der Gruppe an Personen, die nicht wirklich ein Problem damit haben, dass die Boxen anders aussehen als der Original-Release oder dass der Bund eines Spieles dadurch anders aussieht als der Rest. Klar, es gibt Konsolen mit, wir nennen es mal Inkontinenz, aber grundsätzlich habe ich kein großes Problem damit. Ich mag bei Nintendo Selects vor allem die Farbkomposition, diese rot-goldene Ästhetik, die hat etwas Royales und Wertvolles an sich. Ich denke nicht, dass man grafisch viel verbessern könnte, aber ja, vielleicht den Rahmen pink zu machen, das sehe viel hübscher aus. Aber wie schon Albert Einstein sagte, drauf, wie es aussieht, achte drauf, was drin ist. Was war in den Boxen drin? Die Nintendo Select-Reihe hat hierzulande mit 4 Spielen angefangen. Animal Crossing Let's Go to the City oder City Folk in den USA, Mario Strikers Charged Football, WarioWare Smooth Moves und Wii Sports. Ich meine, ja, das ist irgendwie ein solides Line-Up, aber bei keinem Spiel würde ich behaupten, dass es das Branding nötig gehabt hätte, versteht ihr? Wii Sports wurde ohnehin von der Bevölkerung eingeatmet, jetzt noch ein Select draus zu machen, fördert nur die Erstickungsgefahr. WarioWare Smooth Moves ist wild und komisch und obskur und das ist wohl auch der Grund, warum es so beliebt ist. Mario Strikers hat es selbstverständlich verdient, hier vorzukommen und Animal Crossing macht ebenfalls Sinn. Keine Sorge, die Schallplatte funktioniert noch. Aber warum steigt man mit genau diesen 4 Titeln überhaupt ein? Die Spiele sind bis auf Wii Sports zwischen 2007 und 2008 erschienen. Würde es also nicht mehr Sinn machen, mit richtig beliebten Spielen aus der Ära anzufangen, wie Super Mario Galaxy, denn zu neu waren die auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich habe meine Sticker auf Galaxy, ich bin happy, aber andere Menschen könnten noch happier sein. Na gut, wir mussten ja nicht lange warten. Die zweite Welle kam schon im September auf uns zu. Mal sehen, was hier so vertreten ist. Red Steel? Sports Party? Das Spiel hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ich dachte, nach der Player's Choice-Reihe hätte Nintendo den Verstand zurückerlangt, aber nein! Eine ganze Serie an Spielen, die, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber immer noch ein bisschen böse zu meinen, es einfach nicht verdient haben, vor den tatsächlichen System-Sellern ins Branding aufgenommen zu werden. Einige dieser Spiele sind nicht mal exklusiv für die Wii erschienen. Es macht keinen Sinn, dieses Spiel ins Branding aufzunehmen, vor allem nicht so früh. Und außerdem ist es einfach absolut merkwürdig, ein Ubisoft-Spiel über James Camerons Avatar mit einem Nintendo Selects-Rahmen zu sehen. Es hat auch auf anderen Konsolen ein vergleichbares Branding bekommen. Das Spiel ist auch ein PSP Essential, also es scheint irgendeinen Grund zu haben, warum das Spiel beliebt ist, aber trotzdem, was war los mit Nintendo im September? Das hat sich wohl auch Nintendo selbst gedacht und so haben sie einen einzigen Tag nach diesem Unfall an Line-Up alles besser gemacht. The Legend of Zelda, Twilight Princess und Super Mario Galaxy kommen in die Selects-Reihe. Das sind Spiele, die es hundertprozentig verdient hätten, in der allerersten Re-Release-Welle schon vorzukommen, aber ich will auch nicht weiter rumheulen. Ich habe, was ich will, okay, und wenn ich dafür meine Sticker verliere. Springen wir ins Jahr 2012, als Nintendo sich gedacht hat, f*** Europa, hier sind 2 Spiele am 22. Juni, Mario Power Tennis und Super Paper Mario. Die spaßige Sache an Mario Power Tennis ist, dass es schon für den GameCube rauskam. Ich weiß, Wahnsinn, erzähl mir mehr, Ballandor. Dort wurde es bereits zu einem Player's Choice Titel, das auch absolut verdient, wer das anders sieht, ist nicht genug Aprikosen. Anschließend wurde es unter dem New Play Control Motto auf die Wii gebracht, auch das macht Sinn, das Spiel wurde unter der Haube angepasst, auf 16:9 zugeschnitten, cool. Und dann haben wir die New Play Control Version von Mario Power Tennis im Nintendo Selects Branding, wobei sie komplett darauf verzichtet haben zu sagen, dass das hier ein New Play Control Titel ist. Das Boxart hätte ich gerne irgendwo im Laden gesehen. Also keine Ahnung, ob das Spiel 3 Re-Releases gebraucht hat, aber es hat sie definitiv bekommen. Das zweite Spiel dieser Welle an Re-Releases war Super Paper Mario und ich denke mittlerweile bekommt es die Liebe, die es verdient hat. Ich habe im Kopf, dass in der Vergangenheit viele das Spiel als den Anfang vom Fall der Paper Mario Serie betitelt haben. Und zum Glück hat Paper Mario
Mario Sticker Star dieses Bild revidiert. Mittlerweile denke ich, dass jeder Super Paper Mario als das sehen kann, was es ist. Ein Paper Mario Spiel mit seinem ganz eigenen Charme. Es hat nicht diese extrem auf Papier getrimmte Ästhetik wie in den neuesten drei Ablegern, es hat nicht die prominenten RPG-Elemente wie die ersten beiden Teile, es steht einfach für sich und das macht es so nice. Die nächste Welle in Europa kam dann 2013 und besteht sie aus mehr als einem Spiel? Oh, ich hab gewonnen! Mario Party 8 und Wii Sports Resort. Hat Nintendo einen Therapeuten besucht oder was? Zunächst Mario Party 8. Okay, damit kann ich nachts gut schlafen. Aber warum Wii Sports Resort? Ich komme wahrscheinlich rüber wie der größte Wii Sports Hater, der es verdient hat, auf offener Straße mit Mistgabeln aus dem Dorf getrieben zu werden. Aber die Spiele haben sich schon Dutzende, Millionen Male verkauft. Haben sie wirklich ein Rebranding nötiger gehabt als andere Spiele, die man stattdessen releasen könnte? Der nächste Schwung an Select-Titeln kam dann sogar noch 2013. Wir haben kein Jahr gewartet. Könnt ihr das fassen? Wir befinden uns im Oktober. Mittlerweile hat die Wii U Fuß gefasst. Wii Connect 24 ist schon abgeschaltet, aber die Wii U konnte Wii-Spiele abspielen, also lohnt es sich noch, Wii-Spiele zu re-releasen. Da hätten wir Donkey Kong Country Returns, Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl und den Hauptrelease dieser Welle, Poképark Wii Pikachus großes Abenteuer. Okay, ich joke herum. Poképark wird häufiger mal als Meme runtergeredet, weil es halt kindlicher ist. Aber ganz ehrlich, die Spiele machen keinen schlechten Eindruck und haben gar nicht so einen schlechten Ruf unter den Spielern, soweit ich das einschätzen kann. Aber ich bin der Funny Mann im Internet, also Spiel. Die anderen drei Spiele machen auch absolut Sinn, aber Mario Kart Wii und Smash Bros. Sind zu diesem Zeitpunkt eine komische Wahl. Ich weiß natürlich nicht, wie weit Nintendo damit im Voraus geplant hat, aber wie schon in meinem Tribute-Video an Mario Kart Wii gesagt, GameSpy hat die Server für die Nintendo Wi-Fi Connection und für Wii Connect 24 betreut und Wii Connect 24 war schon aus. GameSpy war schon lange aufgekauft und ich bin mir relativ sicher, dass Nintendo schon ahnen konnte, dass die Wi-Fi Connection auch bald als Opfer gebracht wird. Also wieso bringt man dann rund ein halbes Jahr vorher zwei Spiele neu heraus, die als die prominenteste Nutzung des Services gelten, wenn Nintendo gar keine Pläne zu haben scheint, den Online-Modus zu retten, sobald er ausgeht. Das ist eine Business-Entscheidung, über die ich sehr gerne mit dem amerikanischen Präsidenten reden möchte, weil sowas geht doch einfach nicht. Ist aber auch nicht schlimm, ihr könnt die Spiele ja auch einfach im Offline-Modus auf eurer Wii Mini genießen. Mann, ich frag mich, warum Nintendo so abgesunken ist während der Wii U-Zeit, deren Geschäftsmoves waren unerreicht. Was wir hingegen erreichen, ist die nächste und letzte Welle an Wii Select-Titeln im Juni 2014, bestehend aus New Super Mario Bros. Wii, what the fuck, warum ist das erst so spät im Lineup? Super Mario Galaxy 2 und Wii Party, what the fuck generell. Dass Galaxy 2 so spät reinkommt, macht Sinn. Es kam 2010 überhaupt erst heraus, also es hat genauso lange auf seinen Re-Release gewartet wie Teil 1. Aber New Super Mario Bros. Wii jetzt nochmal zu re-releasen, wenn zwei neue NSMB-Teile plus ein DLC rausgekommen sind, ich meine, ich will euch eure Freude nicht kaputt machen, aber das ist schon dumm. Und Wii Party, das wirkt eher wie eine Geiselnahme als ein Re-Release. Und das war die letzte Welle an Select-Titeln für die Wii. Es kam nichts mehr heraus. Bis auf Mario Party 9, 5 Monate später. Mario Party Motherfucking 9. Ihr wisst schon, der beliebteste Teil der Serie zu seinem Release mit Abstand. Und es ist jetzt nicht so, als hätten sie einfach irgendwie was nachgeholt, was in anderen Regionen der Welt schon ein Select war. Europa war der einzige Kontinent, der in den Genuss dieses Select-Titels kommen durfte. Ich fühle mich benachteiligt. Ich mag Mario Party 9, also ab hier müsst ihr mir keine Beachtung mehr schenken. Aber selbst ich, jemand, der das Spiel in der Regel verteidigt, raffe nicht, was das gebracht haben soll. Aber gut, verlieren wir noch kurz ein paar Worte über die Re-Releases außerhalb von Europa, bevor wir uns um, oh Gott, kümmern. Zunächst mal, welche Select-Titel kamen überhaupt nicht in Europa heraus? Da hätten wir exklusiv in Nordamerika Mario Super Sluggers am 15. Mai 2011. Ein Baseballspiel, das generell nie bei uns in Europa erschienen ist. Wenigstens konnte Amerika dafür das Spiel doppelt genießen. Punch-Out für die Wii kam am 28. August des gleichen Jahres, ebenfalls nur in Amerika als Select heraus, wobei ich mich frage, warum das nicht einfach überall sonst erschienen ist, aber okay. Pikmin 2 kam am 10. Juni 2012 ins amerikanische Select-Lineup, was sehr lustig ist, weil es gleichzeitig der erste Release des Spiels für die Wii dort war. What? Und dann haben wir noch den wichtigsten freiheitsexklusiven Titel. Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition am 11. März 2016. Das war weniger als ein Jahr bevor die Switch herauskam. Ich frage nochmal, ist Nintendo sich sicher gewesen, was sie da taten? Ansonsten haben wir in Australien und Südkorea noch Wii Sports Plus Wii Sports Resort im Bundle als Nintendo Selects. In Australien erschienen am 7. November 2013, in Südkorea erschienen am 6. November 2014. Ich liebe Kalender. Und der Release macht Sinn. Bis dahin hatten beide Territorien noch keines der Wii Sports Spiele, also wurden mit dem Bundle quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dann haben wir komplett exklusiv in Südkorea noch Kirby und das magische Garn. Ich raffe gar nichts mehr.
versteht ihr, wegen Garn und Garn, erschienen am 23. April 2015. Was war die Motivation dahinter? Warum nirgendwo sonst? Muss ich wirklich neidisch auf Südkorea sein wegen eines Spieles mit einer pinken Pupskugel? Wir haben Ausmaße erreicht. Was hat Amerika sonst noch zu bieten? Eine Menge Intelligenz auf jeden Fall. Die ersten Select-Titel dort kamen 5 Tage vor unseren und umfassten ebenfalls Animal Crossing Cityfolk, ebenfalls Wii Sports, dann Mario Super Sluggers, wie schon gesagt, und The Legend of Zelda Twilight Princess direkt zu Beginn. Gott im Himmel, so und nicht anders macht man das. Super Paper Mario war bei denen in der zweiten und nicht in der dritten Welle. Wir waren in unserer zweiten Welle halt viel zu beschäftigt mit Shaun White Snowboarding Roadtrip, um Paper Mario zu beachten. Und am Juni 2012, nach deren Release von Pikmin 2, sind sie richtig eskaliert und haben 4 Jahre lang gar keine Spiele re-released. Deren letzte Welle kam dann in Form von Y, Donkey Kong und Mario Galaxy 2. In Japan haben wir ein komplett separates Branding für die Spiele, die Mina no Susume Selection oder zu Deutsch Jedermanns Empfehlung. Steht euch auch so der Sinn nach ein bisschen 428 Shibuya Scramble? Oder wie wär's mit Momotaro Dentetsu 2010 Sengoku Ishin no Hero Dai Shugo no Maki? Ich glaube, so nenne ich mein Kind. Es ist nicht wirklich was Interessantes hier rausgekommen, worüber es sich gerade lohnt zu reden, also können wir diese Serie über den Moment ganz gut skippen. Ich weiß aber auch nicht, wie viel von dem, was hier im Wiki steht, wirklich glaubwürdig ist. Eine ähnliche Liste gibt es auch außerhalb von Japan nochmal und zu so vielen Spielen davon kann ich nicht wirklich Beweise finden, dass Nintendo Selects für diese Spiele wirklich existieren. Also, falls jemand Bescheid weiß, macht's bitte wie meine Sexualkundelehrer und klärt mich auf. Das wär's aber soweit mit der Wii. Jetzt wird bestimmt alles besser. Zumindest für Marsianer. Die Wii U. Gott, hat die sich schlecht verkauft, richtig? Jetzt lacht. Lacht. Die Auswahl hier ist klein, aber oho. Und sie haben sich zusammengerissen. Sie haben 2 Wellen in Europa gemacht mit Spielen, wo ich sagen würde, dass es definitiv Sinn ergibt. Der 15. April 2016 brachte uns die Softwarestücke Donkey Kong Country Tropical Freeze, The Legend of Zelda Wind Waker HD, Lego City Undercover, New Super Mario Bros. U plus New Super Luigi U, Nintendo Land und Wii Party U. Nichts davon fühlt sich an wie Filler. Nichts davon gibt mir den Eindruck, als würde es einem anderen Spiel wirklich den Platz klauen. 3D World hätte vielleicht noch reingepasst, aber wir haben schon ein volles Mario-Spiel mit DLC in dieser Welle, also macht es Sinn, das irgendwann anders rauszubringen. Donkey Kong Country Tropical Freeze hat es so sehr verdient, es ist ein phänomenales Jump'n'Run. Lego City Undercover wäre fast ein Wii U-Kaufgrund für mich gewesen, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, das zu spielen, tut es. F***ing tut es. Wenn selbst eure Mario Kart Jungfrau vom Dienst das Spiel in 2 Wochen durchgesuchtet hat, wird es definitiv auch euch gefallen. Nintendo Land hat das letzte Mal in seiner Existenz durch den Re-Release Beachtung geschenkt bekommen, was schade ist, aber was will man machen? Es war ein Wii U-Launch-Titel, der nicht Teil einer bereits etablierten IP war. Wii Party U, dazu habe ich definitiv eine Meinung. Und Zelda Wind Waker HD gab es noch. Ein bisschen merkwürdig, dass es nicht auch Twilight Princess ins Branding geschafft hat, aber Wind Waker ist völlig ausreichend. Und damit kommen wir zur zweiten und letzten Welle, hoffentlich ohne Red Steel. Am 30. September 2016 haben wir da Captain Toad Treasure Tracker, Super Mario 3D World, Pikmin 3, Fast Racing Neo, what the f***, das Spiel ist überhaupt erschienen und why the f*** ist das Spiel überhaupt erschienen? Hier ist das Ding, diese Auswahl ist nicht schrecklich, aber es war halt die letzte der 2 Wellen und ich meine, es ist schon insane, wie viele System-Seller einfach fehlen. Wir haben kein Mario Kart 8 im Nintendo Select Branding, kein Smash Bros. Für die Wii U, kein Splatoon, kein Super Mario Maker und ich weiß, diese Spiele sind alle 2014 bis 2015 erschienen und die Nintendo Select Spiele kamen 2016, vielleicht wäre der Re-Release einfach zu schnell gewesen, aber Mario Party 10 kam auch 2015 heraus und wurde 2016 dann zu einem Selects. Also nein, ihr braucht gar nicht zu argumentieren, ihr habt verloren. Ich meine, die Spiele, die drin sind, machen Sinn zu 95%, aber warum ist das Line-Up so abgespeckt? Sie haben sehr viel unnötigen Kram rausgelassen, anders als bei der Wii, aber dafür fehlen teilweise die elementarsten Spiele. Jetzt könnte man sagen, es liegt daran, dass das alles Online-Spiele sind, aber ich weiß nicht, das war auf der Wii kein Problem und die Wii U ist quasi ihr adipöser, betrunkener Onkel, also ja, warum geht man mit dem nicht einfach genauso um? Deswegen. Das ist nachträglich noch ein großes Thema bei der Wii U gewesen, die Schalterportierungen. Viele Preise für die neuen Veröffentlichungen wirkten sehr ungerechtfertigt, da manche Spiele auf der Wii U durch die Selects-Reihe schon einen permanenten Price-Drop bekommen haben. Und wie soll ich sagen, die Ergänzungen bei den Switch-Ports waren nicht immer ihr Geld wert. Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein nicht mehr empfehlenswertes und auch nicht mehr aktuelles Video darüber gemacht, ob es sich finanziell lohnt, eine Wii U nachzukaufen, selbst wenn man schon eine Switch hat. Und ja, wenn man genug
genug alte Spiele mitnimmt und man auch nichts dagegen hat, Gebrauch zu kaufen, ist es auf längere Sicht günstiger, eine Wii U nachzukaufen, statt die Spiele für die aktuellere Konsole zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte. Und die Selects-Reihe hat dieses Mantra noch mehr bestärkt. Donkey Kong Country Tropical Freeze zum Beispiel ist auf der Wii U durch Nintendo Selects halt stark runtergesetzt worden und auf der Switch mit wirklich nicht viel mehr neuen Inhalten ist es halt wieder ein Vollpreistitel. Genau das ist, denke ich, der Grund, warum sie nur zwei Wellen gemacht haben und dann 2016 auch direkt wieder aufgehört haben. Die Switch sollte zugeportet werden mit Wii U-Titeln, also warum sollte man die Spiele günstiger re-releasen? Beim Übergang von Wii auf Wii U war das wegen der Abwärtskompatibilität kein Problem und beim 3DS, Spoiler Alert, um den kümmern wir uns auch noch, ist es auch nicht schlimm, da es derzeit halt keine Konsole gibt, die mit dem 3DS abwärtskompatibel ist. Aber bei der Wii U hätte man sich wirtschaftlich ins eigene Bein geschossen, als hätte man das nicht schon genug mit der Konsole gemacht. Lasst uns noch ein bisschen über die Regionen reden, die nicht Europa sind. Da hätten wir Amerika, bei denen Just Dance 2015 scheinbar ins Selects-Lineup kam, genauso wie die Wii-Version, Jesus f***. NES Remix Pack hat es am 11. März 2016 auch exklusiv in Amerika geschafft. Die Frage ist, ob das vom Preis her nötig gewesen wäre. Ich meine, so teuer waren die beiden Spiele zusammen ja jetzt auch nicht. Aber ich nehme jede Wertschätzung für NES Remix dankend an, sage ich als jemand, der nur Captain Toad für die Wii U besitzt. Außerdem ist am 20. August 2017 noch Sonic and All-Stars Racing Transformed ins amerikanische Aufgebot gekommen. Und ich glaube, einen stichhaltigeren Beweis, dass Gott nicht existiert, kann es gar nicht geben. Was es aber geben kann, ist den Nintendo 3DS. Seid ihr überrascht von seiner Existenz? Vier Wellen verteilt auf vier Jahre von 2015 bis 2018. Und ja, 2018. Schreibt doch eurem Bürgermeister davon, wenn es euch nicht passt. Der Spaß beginnt am 16. Oktober 2015 mit The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Mario Party Island Tour, Mario Tennis Open, Nintendogs plus Cats, Star Fox 64 3D und Yoshi's New Island. Seid ehrlich, wenn ihr auf eine Gala eingeladen werdet und das sind die Gäste, würdet ihr hingehen? Viele der Spiele sind entweder nur mittelmäßig angekommen oder fühlen sich merkwürdig für das Debüt der Selects-Reihe auf einem Handheld-System an. Das einzige Spiel, wo ich sagen würde, es fühlt sich hier gut zu Hause an, ist A Link Between Worlds und vielleicht noch Mario Tennis Open. Aber Yoshi's New Island, das ist wie Zigaretten. Es ist nicht unbedingt gut für die Gesundheit, wenn es einen Price-Drop gibt. Nintendogs plus Cats war noch ganz interessant. Erschienen in drei Geschmacksrichtungen, war es die perfekte Gelegenheit, die Popularität von Nintendogs auf dem DS nicht neu aufleben zu lassen. Nicht viele Menschen sprechen mehr über die Spiele, aber Gott sei Dank gab es den Re-Release 2015. Ich wäre sonst umgekommen vor Sorge. Mario Party Island Tour. Ich meine, habt ihr eine Seele oder muss ich euch echt erklären, was das für eine schlechte Wahl ist? Lasst uns lieber ablenken mit der zweiten Welle am 24. Juni des Folgejahres. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, Lego City Undercover The Chase Begins, Mario & Luigi Dream Team Brothers, Paper Mario Sticker Star und Style Savvy Trendsetters. Ein gutes Jahr fürs Untertitelgeschäft. Nun, Style Savvy Trendsetters, hierzulande besser bekannt als Nintendo präsentiert New Style Boutique, mein Punkt steht weiterhin, das ist ein Spiel, bei dem ich tatsächlich Gespräche in meinem Leben mitbekommen habe. Es ist dieses eine Spiel im Lineup, das jetzt aus der Reihe tanzt, aber nicht auf eine Shovelware-Art und Weise, sondern immer noch mit der gewohnten Nintendo-Qualität, nur halt in einem weniger Hardcore-artigen Genre. The Chase Begins. Erstmal will ich mein Karma aufbessern und sage somit, dass das Spiel stinkt. Und jetzt kommt meine ehrliche Meinung. Es stinkt, aber wenigstens hat es noch kurz Deo benutzt, bevor es mich überfallen hat. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es nicht mit der Heimkonsolenversion mithalten kann. Gerade die Missionen und der Combat fühlen sich relativ repetitiv an und viele der Gimmicks, die auf der Wii U damals super funktioniert haben, sind hier oft nur halbherzig implementiert worden. Aber ist es wirklich so schlecht, wie viele von uns in Erinnerung haben? Blasphemie mal hin oder her. Der Spot in diesem Lineup, zu einem Zeitpunkt, wo man auf viele andere Spiele gewartet hat, die es mehr verdient und nötig hatten, hat schon ein bisschen gestunken. Mario und Luigi Dream Team Brothers. Oh, sie haben Mario und Luigi kaputt gemacht. Ich fand, das Spiel hatte seinen ganz eigenen Charme und Charakter. Es hat sich vielleicht nicht perfekt an seine Vorgänger angeheftet für manche Spieler, aber ich meine, es ist ein Spiel darüber, dass Luigi schläft. Ach, darum war die Nintendo-Aktie so niedrig. Paper Mario Sticker Star ist halt Paper Mario Sticker Star. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, wo alle Paper Mario Fans auf einmal realisieren, dass es genauso wie Super Paper Mario gar nicht so eine große Katastrophe war, wie alle tun. Aber die meisten Augen waren natürlich auf Ocarina of Time 3D gerichtet. Wobei ich glaube, die meisten, die Select Releases 2016 so eng verfolgt haben, hatten die Spiele eh schon, aber was weiß ich. Wird das Lineup denn mit der dritten Welle besser? Anders als beim Booster Streckenpass? Nein! Nicht nur haben wir halb so viele Spiele wie vorher, nicht nur war das lang nach dem Release der Switch, sondern wir haben auch noch Kirby Triple Deluxe, Luigi's Mansion 2 und Super Mario 3D Land gekriegt. Alles drei phänomenale Spiele auf ihre ganz eigene Art und Weise, keine Frage. Aber nicht nur wird es so langsam echt spät, um an 3DS Re-Releases interessiert zu sein, sondern es fehlen auch immer noch einige der bemerkenswerteren
anderen Titel. Das wird sich auch mit Welle 4 nicht ändern, also bringen wir es einfach hinter uns. Animal Crossing New Leaf, Donkey Kong Country Returns 3D und Super Mario Maker von Nintendo 3DS Ende Juni 2018. Ähnlich wie bei der Wii U fehlen so viele der Online-Titel, also Mario Kart, Smash Bros. Oder generell namhafte Spiele fürs System. New Super Mario Bros. 2, Kid Icarus Uprising, Tomodachi Life, Pilot Wings Resort. Sagt mir nicht, diese Spiele hätten sich zu selten verkauft oder ach, das Interesse wäre nicht da gewesen. Star Fox 64 3D hat sich gerade so auf 1 Million verkaufte Einheiten hieven können. Ich bin der Letzte, der sich über Qualität statt Quantität beschweren würde und ich sag auch nicht, dass Star Fox 64 es nicht verdient hätte, aber ich kann nicht der Einzige sein, der diese Auswahl als unvollständig empfindet. Was kann denn Amerika, was wir nicht können? Deren erster Anti-Europa-Titel am 6. Juni 2016 war Disney Frozen Olaf's Quest, Hauptsache es ist nicht MK7, Tomodachi Life am 26. August des gleichen Jahres, seht ihr, es geht doch, Ultimate NES Remix am 3. Februar 2018, dieser Kontinent hat wirklich Bock auf 8-Bit-Challenges gehabt, kann das sein, und am 4. Februar 2019, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Irgendeinem Nintendo-Praktikanten hat man an dem Tag scheinbar nicht genug zu tun gegeben, aber ey, wenigstens hat Majora's Mask getroffen und nicht, keine Ahnung, Just Dance 2016. Das soweit zu den westlichen Veröffentlichungen, aber ihr wisst ganz genau, in welchem Land Nintendo stationiert ist. Da wird ein Fiebertraum. Dora Ego Nobia Toyosei no Fushigi Collection. Kotachi Tetudo Kotachi Charato Nihon Senkoku no Tabi. Smikukurashi Koko Gao Chitkun des. Taiko no Tatsujin Chibi Dragon to Fushigi na Orb. Teddy Together. Ich sag noch mehr als den Spieletitel, weil die anderen Namen so lang waren. Fire Emblem Awakening. Harvest Moon 3D A New Beginning. Ace Combat 3D Cross Rumble Plus. Attack on Titan Humanity in Chains. Ridge Racer 3D. Tales of the Abyss. Rune Factory 4. Monster Hunter XX. Puyo Puyo Chronicle. Irgendein weiteres Spiel, wo man scheinbar durch Japan reist, von dem mindestens 0 Menschen jemals gehört haben. Die Japaner haben sich absolut keine Pause gegönnt beim Versuch, das alles zu pushen. Dort unter dem Branding Happy Price Selection hatte die Reihe vor allem das Ziel, weibliche Kunden vom Kauf der Spiele zu überzeugen. Darauf stehen die Frauen also. Zumindest sagt das Perfectly Nintendo. Kann natürlich auch sein, dass sie sich das ausgedacht haben, aber nehmt mir doch einen plausibleren Dating-Ratschlag, hä? Fällt euch auch keiner ein. Und wenn ihr durstig genug seid, gibt's in Japan sogar Doppelpacks. Zelda und Fire Emblem. Die Erotik sprudelt nur so vor sich her. Und das ist soweit die gesamte Geschichte hinter dem Nintendo Select Branding. Zumindest der gesamte Teil der Geschichte, bei dem ich bereit bin, darüber zu reden. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für Fehler. Gerade bei obskureren Spielen sind die Infos echt nicht gut konserviert oder es gibt sogar eine Sprachbarriere und dann wäre es schon naiv, ausgerechnet mir zu vertrauen, das alles richtig zusammenzutragen. Die auf der Hand liegende Frage ist natürlich, warum dieses Angebot nicht auf der Nintendo Switch fortbesteht. Und ich würde sagen, das tut es eigentlich fast schon. Nintendo ist bekannt dafür, dass die Preise ihrer Spiele kaum sinken, ja. Aber es war schon mal schlimmer als auf der Switch. Klar, in deren eShop wird man immer noch aktiv für einen Ölscheich gehalten, aber gerade Retail gibt's Rabatte, die ich in der Zeit vor der Switch ohne Select nie für möglich gehalten hätte. Unabhängig davon, ob diese Rabatte durch Nintendo selbst oder durch großzügige Rabattaktionen der Retailer möglich gemacht werden, denke ich, man kann sagen, dass Nintendo Select in der heutigen Zeit einfach überflüssig wäre. Plus, ich glaube, die Boxen sehen bei der Switch auch einfach massiv hässlich aus. Ich will das nicht mal photoshoppen, weil mein inneres Auge es nicht erlaubt. Die anderen Publisher, die in den vergangenen Generationen auf ähnliche Taktiken gesetzt haben, bieten solche Deals mittlerweile in Form von Mitgliedschaften oder als Teil eines Abonnements an, was wahrscheinlich sowohl übersichtlicher als auch langfristig ökonomisch sinnvoller ist. Aber jetzt können wir ja erstmal ganz geduldig auf die Zeit warten, in der wir Nostalgie für Nintendo Selects empfinden. Ganz geduldig. Besitzt ihr irgendwelche Nintendo Select-Titel? Hab ich wieder Unsinn erzählt und somit eine Ausrede, um in Zukunft nochmal Content zu recyceln? Schreibt's mir gerne alles in die Kommentare. Wir sehen uns jetzt aber erstmal beim nächsten Mal wieder. Wie immer, haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abonnement da. Und natürlich, lasst nichts anbrennen. Tschüss.